Es war ein Abenteuer, das wir nie vergessen werden. Wir, eine Gruppe von 7 Freunden, machten uns auf den Weg nach Ungarn, um einen ganz besonderen Urlaub zu erleben. Einen Lost Place Urlaub. Unser Ziel war es, die verborgenen Schätze und Geheimnisse dieses Landes zu entdecken. Unsere Reise führte uns zu den unterschiedlichsten Bunkern. Jeder von ihnen erzählt seine ganz eigene Geschichte. Eingefangen in den Betonwänden und in dem Echo der Vergangenheit. Wir konnten die Spannung, das Adrenalin förmlich spüren, das durch unsere Adern rauschte, während wir diese verlassenen Orte erkundeten. Dann gab es diesen Palast, ein Ort von solcher Schönheit und Eleganz, dass es uns ganz den Atem raubte. Wir wussten, dass der Zugang legal nicht möglich ist. Aber die Versuchung war so groß, also sind wir illegal eingedrungen. Das Herz schlug uns bis zum Halse, als wir durch die prächtigen Hallen und den opulenten Räumen schlichen, immer in der Angst, entdeckt zu werden. Dieser Urlaub war mehr als nur eine Reise. Es war eine Erfahrung, die uns gelehrt hat, das Unbekannte zu erforschen und das Abenteuer zu umarmen. Ich hoffe, dein Interesse geweckt zu haben und wünsche dir nun viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesem Teil unserer Ungarnreise. Da müssen wir hin und wir müssen das gesamte Gelände laufen. Unsere Information ist, dass die ab 15 Uhr zu haben und wir jetzt easy übers Gelände können. So Leute, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so einen unentspannten Weg zu einem Bauwerk gehen mussten in der letzten Zeit, weil die Bunker des Zweiten Weltkrieges sind in der Regel deutlich runtergeranzter und deutlich verlassener. Und nicht, und nicht unbedingt auf einem Firmengelände. So, und da ist ein Firmengelände, da wollen wir nicht entdeckt werden. Aber das machen wir nicht alles für die Geschichte. Die muss nämlich erzählt werden.
Sogar ein Trampelpfad von dem Fabrikgebäude hier hin zu dem Bunker. Viel Müll. Steht sogar offen. Wir müssen also noch nicht mal irgendwo drüber klettern oder so. Ja, komm. You first. Wir gehen jetzt erstmal rein. Und dann machen wir die Lampen an. Dankeschön. Der Filter. Boah, hier ist wirklich alles vollgestellt, Leute. Kein Schwanz. Ja, ich hab's. Oh, das ist schwer. Hast du? Ja. Oh, das ist schwer. Mehr geht nicht. Leute, ist das hier gerade. Kannst du. Ja, so ist das. Ja, wenn man anderen Leuten hilft, muss man sich dann alleine durchzwingen. Oh. Aber trotzdem danke für eure Hilfe. Da sind schon die ersten Gasmasken, Leute. Schaut euch das mal an. Und total viele alte Relikte. Ein altes Buch. Verschiedene Tarnanzüge. Alte Gasmasken. Und eine alte Öllampe. Ja, das fängt doch schon mal gut an, oder? Das fängt doch schon mal gut an. Noch eine Öllampe. Und hier waren Orden drin. Hier waren Orden drin. Hier wieder Medikits. Klassisch. Die kennen wir ja mittlerweile aus unseren Trips. Boah. Also schon richtig. Was sagst du auf den ersten Blick? Es ist sehr, sehr interessant. Ja. Vor allem die Relikte, die hier noch zu sehen sind. Absolut. Der Weg war ein bisschen gut. Ich denke, es gibt einen einfachen Weg. Es gibt einen einfachen Weg, da bin ich auch mir sicher. So, was hast du? Bis jetzt? Überschallmaster? Also, was hast du? Siehst du halt nirgendwo. Ja. Ja, ne? Der erste Eindruck war bei euch beiden übrigens auch gut. Qualität. Ja. Hier. Ja, das hat nichts mit Deutschland zu tun, ne? Absolut nicht. Das ist schon eine ganz andere Welt, Leute. Eine andere Liga. Hier haben wir noch mehr Schutzanzüge. Das sind richtig dicke Wollanzüge gegen Kälte, vielleicht sogar gegen Strahlung. Und die Bunkerbauweise an sich kennen wir schon. Hier haben wir wieder vier Türen nebeneinander. Gasdruck. Das ist Vaseline für Kampfstoffe. Das ist eine alte Lampe, Leute. Das ist so brutal. Und hier ist wahrscheinlich das alles voller. Nee, die sind leer. Ja, die sind alle leer. Aber hier sind wahrscheinlich die Vaseline-Sachen drin. Und jetzt mache ich eine Sache, Leute, die ich normalerweise gar nicht so häufig mache. Ich habe nämlich gehört, hier soll es giftige Dämpfe und Stoffe drin geben. Und deswegen habe ich mir eine Maske mitgenommen. Und die ziehe ich mir jetzt auf.
weil ich keinen Bock habe auf irgendeine Vergiftung. Ihr könnt euch auf jeden Fall immer sicher sein, wenn ich eine Maske aufziehe, dann weiß ich, es muss sein. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich mich vorher informiert, dass ich sie nicht brauche. Aber in dem Fall haben wir alle Masken mitgenommen. Und mal gucken, wer sie alles aufsetzt. Ich setze sie auf jeden Fall auf. Meine Stimme hört sich dann natürlich ein bisschen schlechter an, aber ich glaube, das ist zu verkraften. Alles klar. So, also hier nochmal die beiden Fläschchen, die hier drin sind. Und wir gucken mal weiter hier, was es noch gibt. Hier ist ein Stab dran, ein Gummistab. Alte Liege, Transportliege. Und alte Schilder. Refulat Bomber. Wahrscheinlich irgendwie Hangarzahl. Alte Gasmaskenschläuche. Hier ist so ein alter Stab. Das ist schon. Das sind Fahnenstäbe, Leute. Seht ihr das? Das sind Fahnenstäbe. Da. Mega. Alte Helme. Es ist wirklich alles noch da. Dekontaminierung. Boah. Hier sind alte Laboreinrichtungen. Hier weitere Laboreinrichtungen. Oh, komplett auseinandergerupft. Schaut mal, die Kabel kommen hier runter. Was haben wir hier? Ja, geil. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist auf jeden Fall eine Lampe dahinter. Aber was genau das ist, keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, wir gehen mal hier links. Ein bisschen Wasser steht drin, das wusste ich nicht. Nicht vielleicht andere Schuhe. Alter Schwede. Das ist ja wohl krass. Der alte Motor ist hier noch. Elektromotor. Schwungscheibe, Verbrenner. Das bedeutet, hier hat man Strom erzeugen können. Eine alte Lampe. Eine Öllampe. Alter, die ist noch komplett erhalten. Das könnte aber auch für Öl so ein Kännchen gewesen sein, damit man die Maschinen geölt hat. Alte Schrift. Toilette ist da hinten noch. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ohne, dass wir hier zu sehr nass werden. Oh. Boah, die Toilette sieht ja krass aus. Das bedeutet, der Arbeiter hier in dem Bereich hatte seine eigene Toilette. Und hier. Boah. Mega krass. Mega krass. Leute, sicher einer der besten Spots, die ich jemals gemacht habe. Wenn wir sie denn hier erfolgreich beenden. Schaut euch das mal an. Wirklich, wirklich absolut bemerkenswerte Anlage. Was haben wir hier? Wahrscheinlich die Lüftereinheit. Wahrscheinlich die Lüftereinheit. Tilos A. Wieso? Genau. Hier haben wir die Lüfter, zwei Stück. Hier noch zwei, das sind die Ersatzlüfter. Hier hat man die dann draufgebracht und dann konnte man hier auch manuell noch drehen. Und die Anlage ist einfach riesig. Also da werden wir sicherlich ein paar Minuten brauchen. Hier ist eine alte Klingel. Die kennen wir noch von der Schule. Der andere Ausgang. Wir gucken mal, ob wir hier besser reingekommen sind. Und schaut mal, hier sind Liegen. Schaut euch das an. Liegen. Und jetzt kann ich euch auch sagen, das hier ist ein Operationsbunker gewesen. Ein Medic-Bunker. Das könnte ein Gras zum Gras verbringen sein. Oder Saat. Weitere Schilder. Ganz einfach reingekommen. Schaut mal.
Filter, noch ein Filter und wir wagen mal einen Blick raus. Da ist das Fabrikgelände. Aber wir interessieren uns hier ausschließlich um die Anlage. Boah, ultimativ. Ey, der ist noch voll. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da was finden. Die werden Augen machen, wenn man hier einfach so easy reinkommt. So, hier nochmal der Blick in die Gasschleuse. Man konnte sich auch hier duschen für die Dekontaminierung. Hier hängt noch die Lampe runter. Gucken, was wir hier haben. Garderoben, ganz viele Garderoben und Trageschlaufen. Das sind alte Schilder. Und ihr seht, einige von uns sind tatsächlich auch dem Rat gefolgt. Alter Schwede, das gucken wir uns gleich an. Und haben auch die Maske aufgezogen. Alter, ja, safety first. Allerdings. Alter, guck dir das an. Ich gehe erstmal nach oben, damit wir uns nicht hier in die Quere kommen. Bitte? Das gucke ich mir alles gleich an. Ich gehe erstmal nach oben, weil wir sind jetzt gerade alle hier in dem Bereich. Alter, hier ist noch die Flüssigkeit drin. Guck mal. Alter. Und hier der Aufgang. Alter, was ist das denn hier? Das sind alte Betten. Hier gehen wir nicht rein. Die alten Lampen und auch noch ein paar Filteranlagen. Doch, wir gehen hier rein. Die möchte ich euch nämlich gerne zeigen. Budapest. Alles voller Bettgestell und Betten. Altes Schild, aber nichts drauf. Auch hier in jedem Raum anscheinend so ein Lüfter. Normalerweise hat man eine große Lüfteranlage oder zwei meistens weiter unten. Toilette einfach mit einem Eimer geregelt. Dann konnte man den Eimer rausbringen. Verschiedene Tragen, Hocker, Gasmaskenbehälter. Leute, da ist sogar noch der Pott von der Gasmaske drin. Seht ihr das? Alter Schwede. Verletzten tragen. Wenn dieser Bunker reden könnte, Leute. Toiletten, ganz viele Toiletten. Und das sind die Eimer da drin. Boah, Leute, das ist wirklich unglaublich. Ich bin absolut begeistert. Da hätte man sich dann in Schutz bringen können. Und jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nichts auslassen. Das wäre wirklich sehr schade. Wir gehen erstmal in die Mitte. Und auch hier wieder die Lüftanlage. Also wie gesagt, normalerweise ist das so in solchen Bauwerken, dass es eine Hauptlüftanlage gab. Eine Ersatzlüfteranlage oder je nach Dimensionierung halt zwei. Und dann waren die unten oder oben ein altes Radio, Volksempfänger mit einem Basslautsprecher oder Breitband. Aber hier ist es so, dass jeder einen eigenen Raum, eine eigene Lüftungsanlage hat. Oder eine Filteranlage, so ist es richtig. Hier ist auch wieder eine. Also stringent durchgezogen, das Ganze. Ein alter Stuhl, ein alter Tisch. Hier könnte man den Bereich mit einem Vorhang abdunkeln oder abtrennen.
Ja, Vermutung war richtig. Hier sehen wir sogar noch das alte Dreh, die Drehkurbel. Ich muss mal ganz kurz das Wasser aus dem Gesicht wischen. Also Leute, wie gesagt, also ein mega krasses Bauwerk. Bin richtig glücklich, dass ich das gemacht habe. Und dass wir hier auch noch so viel vorfinden. In Deutschland wäre das so nicht möglich, dass wir solche Bauwerke noch haben. Die würden vielleicht unter Naturschutz oder Ähnlichem stehen. Aber hier ist keine Spurerei, hier ist kein Vandalismus, keine Zerstörung. Hier ist wirklich alles noch, wie man es damals verlassen hat. Alter Schwede, schaut euch das an. Hier sind die Betten noch drin, mit Leichentüchern. Komplett durchgemodert, aber die Betten sind noch da. Mehr geht einfach nicht, Leute. Mehr geht einfach nicht. Ich zeige euch noch mal die Volltotale da drauf. Alter Schwede. So krank. Absolut crazy. Hier ist noch ein altes Dokument. Leider nichts zu erkennen, nichts zu entziffern. Ich weiß nicht, was hier steht. Deswegen lassen wir es mal so liegen, wie wir es vorgefunden haben. Alte Bänke zusammengeräumt, ein alter Schrank. Leer. Das sind auch wieder Gasmasken. Deckel, also Filter. Toilette, der Eimer davon. Und doch mal hier der Weg zurück. Und noch mehr Betten. Also wie gesagt, Krankenhausbunker, ne? Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Boah. Alter, stellt euch mal vor. Ihr wart hier untergebracht, bis das draußen Krieg herrscht. Bomben fallen. Im Zweifel sogar Atom. Und dann liegt ihr hier in diesen Betten. Ist das eigentlich Folie? Ja, ist Folie. Das bedeutet, auf den Betten lag damals Folie. Übrigens, war ich in einem Partisanendorf in Kroatien. Dort hatten die auch noch Strohbetten. Das bedeutet, das Bauwerk ist wirklich alt. Und sehr kleine Stufen übrigens, unterschiedlicher Höhe übrigens. Da hat man also nicht so sauber gearbeitet. Druckturen. Aus einer Art Stein. Gespritzter Beton vielleicht. Auch hier wieder die Gasmaskendeckel. Boah, schön, dass wir die Anlage gefunden haben. Sicherlich eins meiner Highlights überhaupt in meiner YouTube-Karriere. Das ist so krass, Leute. Toiletten, ganz viele Toiletten. Könnte ich jetzt auch gerade gebrauchen. Filteranlage. Und alle Kabel sind noch da. Türrahmen, alles da. Auch hier Aufenthaltsräume. Ganz viele Bänke. Auch hier. Scheint aus Stein zu sein. Also euch erwartet unten auf jeden Fall gleich noch ein absolutes Highlight. Ich habe da gerade mal reingeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen konntet. Aber das war wirklich krank, was ich da gesehen habe. Also in Summe, das gleiche Bauwerk, wie wir es gestern gesehen haben. Aber die Ausstattung ist einfach unvorstellbar. Und hier sind noch die Geländer dran, die waren ja bei dem anderen nicht dran. Und hier seht ihr die Glocke, die Klingel, die wir gerade unten auf dem Boden gesehen haben. Also das ist bemerkenswert, Leute. Und, was sagst du, Junge? Alter, selten sowas Geiles gesehen, oder? Schimmelig hier alles, ne? Ja, deswegen gut mit Maske, ne? Hast du schon unten die ganzen Fette
Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe gesagt, ihr seid alle unten. Ich gehe direkt mal hoch. Ja, mega. So, ich muss gleich den GoPro-Akku wechseln. Ich habe nur 6% in der Ja, bitte. Die Schuhe? Noch nicht. Der ist, glaube ich, hier nicht drin. Ja. Habt ihr Gasmasken gefunden? Ja, im Eingangsbereich. Und Stühle sind auch im Eingangsbereich, aber auf dem anderen, auf der anderen Seite. Bitte. Also, ich glaube, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, den GoPro-Akku zu wechseln. So, Leute, also Adrian wollte gerade zu mir aufschließen, aber das ging nicht, weil der Bunker genauso aufgebaut ist wie der andere Bunker. Nämlich, dass man auf der einen Seite hoch kann und auf der anderen Seite wieder runter. Das Problem ist allerdings, dass in diesem Bunker die Treppenhäuser nicht miteinander verbunden sind. Das bedeutet, euch erwartet mindestens noch mal genau die gleiche Hälfte an Spannung, die ihr schon erlebt habt. Also, wir machen uns wieder auf die Suche und auf unseren Weg. Also in dem Raum waren wir gerade drin. Ihr könnt euch erinnern. Wir sind hier gerade oben. Der Favorite hat zu uns aufgeschlossen. Und es gibt jetzt keinerlei Möglichkeit für uns, hier auf die andere Seite zu kommen. Ich check das nochmal ab, aber wir waren ja hier schon drin. Ich würde mich wirklich wundern, wenn wir da irgendwas verpasst haben. Und das seht ihr, es gibt keine Möglichkeit. Bedeutet, damit ihr das Ganze nicht noch mal miterleben müsst, schalte ich euch gleich unten wieder dazu. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe ja versprochen, dass ich mich noch mal von unten melde. Und die meisten sind jetzt auch von uns oben. Aber noch nicht alle. Habt ihr irgendwas? Bitte? Bisschen was. Ja, ein bisschen. Habt ihr irgendwas aufgemacht? Irgendwelche ja. Medizinischen Sachen? Kann das sein? Ja. Man riecht's. Man riecht sogar sehr. Ja? Ach, schaut mal, Leute. Da müssen wir mal ganz genau hinschauen. Also eine Schere. Wir finden ein Medikit. Ganz viele verschiedene Mullbinden. Was auch immer das ist. Eine alte Flasche. Ammoniumpartner. Ammonium. Das auch nicht kaputt machen, Leute. Das ist schon blau geworden. Manche Sachen würde ich ungern mit den Händen wirklich berühren. Aber es fasziniert. Es fasziniert. Da auch noch mal so ein Medikit. Der Blick zurück. Oh, hier ist er schon runtergekommen, Leute. Das war ein Toilettenhäuschen. Oh. Hier ist Telekommunikation angekommen. Also hier ist wieder gut, dass ich die Maske habe. So, das ist so ein Ohrenschälchen. Und das war für den Mund, damit man die Zunge rausholen konnte. Und hier, schaut mal die ganzen Ampullen. Mich würde nicht wundern, wenn wir hier auch noch Morphium oder so finden. Aber leider kann ich es nicht lesen. Boah, das ist einfach krank. Das ist einfach Parna. Haben wir ein Datum hier drauf? Das Problem ist, Ungarisch ähnelt irgendwie keiner Sprache. Deswegen eine Herleitung ist fast unmöglich. Das ist, glaube ich, hier so ein Gasmaske. Hier so ein, genau, da kam ein Filter rein und dann hat man eine Gasmaske gehabt, eine funktionierende. Alles voller Medikamente hier. Das ist wirklich unvorstellbar. Alter, hier geht es ja noch weiter. Hier geht es noch weiter. Das sind anscheinend Anleitungen, wie man die Medizin dann eingesetzt hat. Hier unten ist es alles noch voll, Leute. Hier ist die Flüssigkeit noch drin. Irgendwo hinstellen, wo sie nicht umkippen kann. Alter. Und ich wollte noch mal nach Georgien, weil ich da einen Bunker gesehen habe, wo noch solche Sachen stehen.
Guck mal. Und brauche ich gar nicht. Weil der Flug geht halt leider nur unregelmäßig ab Dortmund. Und deswegen muss man dann immer eine Woche da bleiben oder ganz viel Geld bezahlen. Da war ich in der Vergangenheit nicht unbedingt für bereit. Also ich habe mal ganz kurz das Mikrofon getestet. Nicht, dass ich die ganze Zeit erzähle und ihr hört mich nicht. Das ist ein altes Bett, ein Heizstrahler und überall diese Ölkannen. Auch nochmal dieser Gasmaskenbehälter. Das ist ein, mir fällt das Wort gerade nicht ein, Wender, Kugellager, Dankeschön. Aber das ist schon echt krass hier. Das sind verschiedene Proben wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich ein bisschen hell für euch. Es stehen Zahlen drauf. Und das ist hier zum Beispiel Asbest oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah, Chlor. Bromaceton, Chloraceton. Alter, Adamit. Alter, weg hier. Will ich nichts mehr zu tun haben mit den Viecher. Boah, das ist so krass. Ich hoffe, das Material verliere ich nicht. Ich hoffe, das Material verliere ich nicht. So, da ist wieder der Eingang. Da waren wir also gerade. Ne? Ich bin tatsächlich schon durch. Ganz komplett? Das Bett? Ich finde das richtig geil mit den ganzen Kranken, weißt du, großen Kreuztaschen. Habe ich noch nicht gesehen. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Spastik. Boah, es ist so nass unter meiner Maske. Ja? Bei dir nicht? Ah, da ist nicht richtig zu. Das. Doch, doch. Ist so. Ich war noch gar nicht links. Darf ich da mal? Also Leute, wir gehen jetzt hier einmal hier rein. Und irgendwas ist hier kaputt gegangen. Man riecht es. Boah. Schaut mal hier. Das sind überall diese kleinen Fläschchen. 5% Buhl. Ich meine, das kann ja nicht schlimm sein, eigentlich. Weil es war ja dafür da, dass die Leute gerettet werden. Aber natürlich war das Gegengift. Und manchmal wirkt das Gegengift gegen dich. Ihr kennt das Lied. Boah, krass. Oh, ich werde heute Abend definitiv richtig schöne Schweißfüße haben. Boah, ist das krass, Leute. Überall diese Ampullen. Jod, das ist Jod. Das kann ich noch lesen. Yoda. Also mehr geht nicht, Leute. Es geht einfach nicht mehr. Oh. Mullbinden ohne Ende. Verbandspäckchen. Alter Schwede. Komplette Verbandskästchen. Wir gucken mal gleich, ob wir eins finden, das besser zugänglich ist. Ja, hier. Irgendwelche Schläuche. Da oben sind noch ganz viele von denen. Boah. Alter, guckt euch das mal an. Chlorogen. Alter Schwede. Es ist alles wirklich voll. Da oben alles voller dieser Medic Packs. Steril Kompresse. Anhydritid. Boah, da ist mal die Hände waschen. Boah, schaut mal hier. Die sehen ja schön aus. Hier, guck mal. Ob ihr die sehen könnt. Schön in Gelb. Also, das ist ja wohl ultimativ. Wunderschöne Anlage. Wunderschöne Anlage. Hier nochmal von diesen Köfferchen. Boah, mehr geht nicht. Also, das ist
auf jeden Fall der spannendste Raum. Und den habe ich für euch zum Schuss aufgehoben. Das freut mich natürlich. Wobei ich glaube, hier von links war ich auch noch nicht, oder? Doch, hier war ich schon. So, ich frage noch mal die Leute. So, Ferenc, was hast du? Toll. Auf einer Skala von 1 bis gut. Super gut. Ja? Hast du jemals was Besseres gesehen? Bis jetzt noch nicht. Ja, ne? Abwechslungsreich, viele Details, geil. Und wie lange machst du das aber schon? 2012, 2010. Leute, überlegt mal. Das bedeutet mindestens mal 12, vielleicht sogar 14 Jahre die beste Anlage. Ja. Also auch ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie was Krasseres gesehen. Auch der Zugang war natürlich sehr spannend. Und aktuell, wir sind jetzt schon locker mal 30, 40 Minuten drin, ist uns noch nichts passiert. Das bedeutet, wir sind relativ safe, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Begehung. Wir gucken und sammeln uns gleich nochmal. Ich mache nochmal ein paar TikTok-Videos und ein paar Fotos für Thumbnail. Und dann haben wir heute tatsächlich noch 3 weitere Spots oder 2. Ich muss mal gleich gucken, die wir heute noch machen. Das bedeutet, Ungarn wird auf jeden Fall eine krasse Serie für euch werden. Und ich würde sagen, ich melde mich vielleicht nochmal wieder, wenn es was Spannendes gibt. Ansonsten bin ich jetzt raus. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Deine letzten Worte. Hammer, Alter. Setz die Mütze auf. Komm, gib mir deine Kamera oder deine Taschenlampe. Nochmal einmal für die Frauenwelt. Boah, bist du am Schwitzen. Oder meinst du, das sind schon die Nebenwirkungen? Hast du eine Idee, was wir da gefunden haben? Wo? Da in diesem medizinischen... Das sieht wow. Sogar. Hast du eine Idee, was da alles zu finden war? An den medizinischen Sachen da drin? Hilfe mit Salbei, Kräutermix für gute Weichen. Für gute Weiße. Indie. Keine Ahnung, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Aber Verbandszeug, Creme. Du warst noch nicht da, kann das sein? Da drin, in dem Raum? Ja. Doch. Da, also da sind diese ganzen Ampullen und so. Ach so, ja, okay, das kann ich verstehen. Ja. Schöne Taschenlampe hast du da. Ah, ne, ist eine Kamera, ne? Ja, alles klar. Es ist warm, ne? Ja, es ist mir richtig warm. Übrigens, hast du vorne gesehen, der Eingang war ganz einfach. Ich hab's gesehen. Ja, ne? Herrlich. So, Leute, jetzt genug geblabbelt. Wir werden uns jetzt noch mal um die Hochformat... Warte mal. Wir haben doch die andere Seite noch gar nicht gemacht. Wie komme ich denn da hin? Bitte? Das heißt, ja. Ah, okay, dann lass mich ja mal dadurch. Ja, ich habe erst eine Seite gemacht. Leute, wir haben erst eine Seite gemacht, fällt mir gerade ein. Was erzähle ich euch? Ich kann euch ja noch gar nicht verabschieden. Schaut einfach mal hier. Ach, das ist doch wohl krank. Eine OP-Lampe. Ein OP-Tisch, ein Schränkchen, das ist der OP-Tisch, um Blutdruck zu messen. Alter, Ether zum Betäuben. Alter, Leute, wir hätten fast den spannendsten Teil verloren oder vergessen. Ich hätte noch mal hinfahren müssen. Und schaut mal hier, der OP-Bereich. Oh, Katastrophe. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Unter welchen Umständen man hätte hier operieren müssen. Schaut euch das mal an. Eine Knochensäge. Leute, das ist eine Knochensäge für die Amputation vom Bein. Und der Patient wäre dann hiermit fixiert worden. Und direkt neben der Lüftungsanlage wäre man operiert worden. Und zum Kurieren, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Beinschiene. Das ist eine Beinschiene. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Reagenzgläser. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, und hier müssen wir jetzt
Stimmt, wir sind gerade ja ganz woanders hochgegangen. Oh mein Gott, eine riesige Anlage. Feuerlöschhinweise. Gummistiefel, die obligatorischen Schuhe, ihr wisst. Alter, hier haben wir wieder die Pappfolien. Wofür auch immer die sind. Eine alte Schreibtischlampe. Ganz viele Gasmasken. Hier sind Gasmasken drin. Lampen, alte Lampen. Alte Telefone. Ganz alte Telefone, Leute. Boah. Ich glaube das alles nicht. Und irgendwelche Schläuche. Mit irgendwelchen Sachen drin. Eine alte Garderobe. Vorhanghalter. Ach so. Wisst ihr, was da drin ist? Eine Armbinde. Alter. Alte Salben wahrscheinlich. Ein Stempel. Das sind Armbinden, Leute. Verschiedene Armbinden, die wir hier finden. So, Gummistiefel. Bettgestelle. Alte Schuhe. Manchmal stehen Jahreszahlen drauf. Okay, der hat es hinter sich. Das Wildleder. Okay, die heben wir nicht hoch, sonst brechen die. Das wollen wir nicht. Aber es sind hier unzählige Gummistiefel. Gasmaskenfilter. Ganz viele Gasmaskenfilter. Lost History. So. Leute, das ist nicht euer Ernst. Oh, guckt mal an, wie viele Gasmaskenschläuche da sind. Und wir haben eine Jahreszahl. Wir haben das erste Mal eine Jahreszahl. 1981. 1981. Magia Socialistica. Ultimativ. Alte Watthosen und Tarnanzüge aus Gummi. Ganz viele alte Dokumente. Alter, noch eine alte Lampe, die man wahrscheinlich hoch und runter fahren konnte. Vielleicht auch für Operation. Das ist hier für Orden. Leider. Vielleicht haben wir jetzt Glück, dass wir hier in diesem Bunker irgendwo noch Orden finden. Das wäre ja der Hammer, oder? Das wäre ja der Hammer, wenn wir hier noch einen Orden finden. Da wäre auch einer drin gewesen, aber ist alles schon verrottet und vermodert. Ja, die hat man wahrscheinlich alle mitgenommen, ne? Die hat man wahrscheinlich alle mitgenommen. Oh. Ja, schade, schade, schade. So. Ja. Kennst du? Von dir machen. Von mir ein Foto? Video. Ja, ich muss sagen, das hier ist voll nice. Nicht dein Ernst. Doch. Warte kurz. Ich habe Orden gefunden, glaube ich. Eine ganze Packung Orden. Oh. Die Frage ist, wie wir das aufkriegen, das Ding. Und ich zeig, während du dich hier. Während die mega, oder? Guck, drüben. Schaut mal hier. Alte Bilder von irgendwelchen Personen. Salai Imre. Alle Richtung Zweiter Weltkrieg umgekommen. Und die sehen mir leicht jüdisch aus. Das sind Juden, ne? Das sind wahrscheinlich jüdische Mitbürger. Nee, Holzküste. Nur Holzküste, schade. Die Frage ist, warum gibt es hier diese Bilder? Das könnte kaukasisch oder russisch sein. Leider finden wir hier auf Anhieb keine Orden. Aber das ist auch schon
überall. Total spannend. Nicht dein Ernst. Ey, doch, doch, doch. Nicht dein Ernst. Doch, doch. Was? Ja, ich war auch genauso geflasht, Alter. Ich war auch so geflasht. Alles die Schläuche von den Gasmasken. Oh mein Gott. Ich war genauso geflasht wie Carsten gerade. Boah! Was ist das denn bitte? Sowjetische Gasmaskenfarm. Ey, wie lange das gedauert haben muss, die hier alle aufzubauen, ne? Ja. Die wurden damals noch mit Asbest befüllt, bis man dann irgendwann gemerkt hatte, dass Asbest giftig ist. Ey, das ist alles Schimmel, ne? Das ist Schimmel. Das Geile ist hier, das ist ein Paket drin. Hast du aufgemacht, eins? Ja, hier so mit Blutfass, mal toll, aber... Alter. Das eine haben wir gerade mal ausgepackt. Weil ich nicht weiß, aha. Boah. Ja, davon nicht zu nahe kommen. Selbst mit Maske. Plasma, irgendwelche Medizinklamotten. Schau mal, Atropin. Atropin. Das wird heute noch von einigen Leuten als Droge benutzt. Echt? Ja. Echt? Und hier. Wie sieht das denn aus, Ferenc? Wahrscheinlich, ne? So, Motionizer? Keine Ahnung. Ja. Das war hier in diesem Kasten drin? Ja, in so einem Kasten sind diese ganzen Dinger drin. Was willst du jetzt mitnehmen? Danke, nein. Also ich muss den raus. Ich guck das mal von Weitem. Zeige ich euch noch mal, was es hier gibt. Boah. Leute. Das ist geil, ne? Das sieht so geil aus, oder? Ach, das ist mega gut. Ja. Gut, dass du eine sehr gute... Oh, guck mal, du siehst auch so, kreist rund um das Ding. Jo, da oben ist es richtig wie bei Alien vs. Predator. Ja, oder so eine schlechte Version von Silent Hill. Ja, aber eine ganz schlechte. Boah, gut, dass ich nochmal die andere Seite hochgegangen bin. Ganz viele Tragen und Betten. Hier sind auch noch weitere Medic. Ein Ventilator liegt hier auf dem Boden. Ihr habt hier ohne Ende Toiletten auch. So Leute, wir haben schon Masken an, aber ich merke, man braucht definitiv bessere für solche Erkundungen. Ich hatte direkt, als ich näher dran gekommen bin, habe ich Hustenanfall bekommen. So einen kleinen Stechen in der Lunge. Bedeutet, macht das definitiv nicht zu Hause nach, das ist kein Spaß. Wir machen das, damit ihr das nicht machen müsst. Und schau mal hier, auch wieder Betten. Also wäre ich der Erbauer dieses Bauwerks gewesen, ich hätte die Aufgänge auf jeden Fall untereinander verbunden. Weil, oh, hier ist was runtergetropft. Ich hoffe, das war nur Wasser. Da stellt euch schon mal vor, die wollt Bettnachbarn besuchen. Dann war das natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Krass. Einfach nur crazy crank. Auch wieder die Betten. Klar, aber immer gleich aufgebaut. Boah, das ist ein geiles Bauwerk, Leute. Und kommentiert mal, ob es auch das beste Bauwerk ist, was ihr bis jetzt bei mir auf dem Kanal gesehen habt. Würde mich interessieren, oder ob ihr einen anderen Favoriten habt. Wieder die Deckel der Gasmasken. Und so langsam kommen wir zum Ende des Bauwerks. Wir haben noch eine Etage. Mal gucken, ob wir hier irgendwas sehen, was wir bis dato noch nicht gesehen haben. Aber Leute, ich glaube, bis jetzt habe ich euch nicht zu viel versprochen. So. Wiederholt sich ein bisschen. Deswegen gehen wir hier mal relativ schnell weiter. Und das müsste die letzte Etage sein. Ja, wir sind auf der letzten Etage, beweise ich euch, indem ich mich drehe. Wie gesagt, ich hätte diese beiden miteinander verbunden. So.
Hier haben wir ganz viele Bänke. Weitere Bänke. So ist das Video doch noch richtig lange geworden. Wir gucken auch, dass wir gleich noch ein bisschen den Rückweg dokumentieren. Das wird sicherlich auch noch mal spannend. Hier ist die Lampe einfach runtergekommen. Boah, mega. So, Leute, also ich denke, wir sehen uns dann gleich draußen wieder. Oder ich frage gleich noch mal die anderen, wie es denen gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Und ich hoffe, es hat euch auch sehr, sehr gut gefallen. Also bleibt dran. Direkt, jetzt nicht, jetzt kommt gerade die Bahn weg.